durcheinander ist in sich für die Finanzmärkte Gift. Wir sitzen alle im selben Boot. Es gibt keine Lehrbücher, die man aufschlagen könnte. Entweder schreiben wir Geschichte oder wir werden Opfer der Geschichte. Dies ist ein Katastrophenfilm. Europa kämpft gegen das Ende einer guten Idee. In den Hauptrollen Georgios Papandreou, ehemaliger Ministerpräsident Griechenlands. Wolfgang Schäuble, der deutsche Finanzminister. Mario Monti, Premierminister Italiens. Jean-Claude Juncker, Premierminister von Luxemburg. Und auch er spielt eine wichtige Rolle. Josef Ackermann. Lange Zeit Chef der Deutschen Bank und des Weltbankenverbandes. Sie alle kämpfen um die Zukunft des Euro. Das Schicksal unserer Währung steht auf dem Spiel. Und die Zukunft eines ganzen Kontinents. Das Griechenland packen, den Sparkurs durchziehen. L'Europe au secours de la... Griechenland offenbar mit einem umfangreichen Hilfsprogramm. Hey, in Europe's debt crisis, EU leaders are meeting in Brussels. Das Schicksal des Euro wird hier entschieden. In Brüssel. Jean-Claude Juncker ist ein Euro-Veteran. Wir befinden uns im Epizentrum einer globalen finanz- und wirtschaftspolitischen Herausforderung. Eine derartige Krise, derartig breit, derartig tief, hat Europa seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gekannt. Und deshalb schätze ich die Lage als höchst gefährlich ein. Ich bin deshalb mit Ihnen einverstanden, das ist die schlimmste Krise, die wir zu durchschwimmen haben. Heute soll der entscheidende europäische Krisengipfel stattfinden. Zeitgleich wird eine Militärparade abgehalten. Belgischer Nationalfeiertag. Jean-Claude Juncker steht vor einer kniffligen Aufgabe. Griechenland ist zu dieser Zeit fast pleite. Gemeinsam mit anderen Staats- und Regierungschefs will Juncker die Banken darauf drängen, freiwillig auf einen Teil ihrer Schulden zu verzichten. Was erwarten Sie dann bei der Beteiligung des Privatsektors? Zu einer Gesamtlösung gehört eine Beteiligung des Privatsektors, die wird das auch geben. Was macht Sie optimistisch, dass wir Sie nicht in zwei Wochen hier wiedersehen? Erstmal meine Terminplanung für die nächsten zwei Wochen. Der griechische Premier Georgios Papandreou steht mit dem Rücken zur Wand. Er kann an diesem Tag nur auf die Hilfe der anderen hoffen. Es geht um Hop oder Top. Entweder wir vertiefen die Integration und ziehen alle Kräfte zusammen, oder wir lösen uns langsam auf. Oder lösen uns sogar schnell auf. Nicht nur die Eurozone, sondern, ich fürchte, Europa im Ganzen. Die Staatsverschuldung in Griechenland ist so hoch und die Wachstumsperspektiven von Griechenland sind für die kommenden Jahre so gering, dass eine nüchterne Analyse der Zahlen sagt, die griechischen Schulden sind nicht wirklich tragfähig. So. Wenn die griechischen Schulden nicht tragfähig sind, muss man sie durch eine
Reduzierung, die Schuldentragfähigkeit der Reichen. Soweit ist auch noch einfach. Aber dann fängt die Debatte an, ja, wer trägt die Kosten dieser Restrukturierung der griechischen Schulden? Schnell ist klar, die Rettung hängt vor allem von den heimlichen Führungsnationen ab. Frankreich und Deutschland. Wie das immer in Brüssel ist oder im europäischen Bereich, es sind viele, die sich einbringen, viele, die auch klare Positionen haben, viele, die auch das Beste wollen, aber es fehlt halt so irgendwie die Führung fürs Ganze. Und deshalb sind auch die Verhandlungen nicht einfach, weil man unterschiedliche Antworten zu Vorschlägen erhält. Politiker gegen Finanzmanager. In Brüssel beginnen harte Verhandlungen. Die Politiker pochen darauf, dass die Banken Griechenland einen Teil der Schulden erlassen. Die Journalisten warten gebannt auf Nachrichten aus dem Konferenzraum. 300 Kilometer weiter, auch der Finanzplatz Frankfurt ist gespannt. Sollen die Banken tatsächlich freiwillig auf die Rückzahlung von Milliarden verzichten? Es war sehr, sehr schwierig. Ich meine, die meisten waren zuerst gar nicht bereit, überhaupt einen Beitrag zu leisten. Ich habe dann gesagt, wir sollten mindestens 20% Beitrag offerieren. Wir hätten von Anfang an Vertrauen schaffen müssen. Aber wir haben keine Pistole auf den Tisch gelegt. Erst viel später. Und jetzt sprechen wir über eine Panzerfaust, die Bazooka. Jetzt zeigt sich, dass wir zu wenig und zu spät gehandelt haben. Unglücklicherweise hat Deutschland keine Vision, kein Projekt, keine Strategie, keine europäischen Ambitionen. Es gibt eine Kanzlerin, die Wahlen gewinnen will. Das ist alles. Ich glaube, dass das Allerwichtigste für die Märkte ist, dass wir eine Schuldentragfähigkeit haben, die auf sicherem Grund ist. Und um diese Schuldentragfähigkeit zu erhalten, sind die Beiträge der privaten Gläubiger außerordentlich wichtig. Nous avons décidé. Wir haben entschieden, wie ich es bereits mehrmals wiederholt habe, Griechenland als Mitglied des Euro und der Eurozone zu unterstützen. Er hat auch keine europäische Vision. Wenn er ein europäisches Projekt hätte, wenn Frau Merkel ein europäisches Projekt hätte, wären wir nicht, wo wir sind. Sie hätten sich vor langer Zeit eine föderale Strategie oder eine nicht-föderale Strategie überlegt, aber auf jeden Fall eine Strategie. Ist es wirklich so? Oder sind Merkel und Sarkozy nur die besseren Pokerspieler? Beim Zocken mit den Banken haben sie jedoch zunächst Fehler gemacht. Als man dann die Berechnung gemacht hat über die Schuldentragfähigkeit, das war immer das Entscheidende, was auch vom Weltwährungsfonds sehr substanziell eingebracht wurde, hat man gesehen, dass 21% für Griechenland nicht reichen. Auch andere verschuldete Länder sind bedroht. Irland, Portugal, Spanien. Die Angst vor einem Domino-Effekt geht um. Italien könnte als nächstes in Gefahr geraten. Doch der damalige Regierungschef Berlusconi wiegelt ab. Die Fundamente Italiens sind sehr solide. Also, wenn man die öffentlichen und die privaten Schulden zusammen betrachtet, dann ist Italien das solideste Land in Europa, nach Deutschland. Noch vor der Schweiz, Großbritannien, Frankreich und so weiter.
Wir haben das zweitniedrigste Defizit nach Deutschland. Wir haben eine Arbeitslosigkeit, die mit 7,9% geringer ist als der Durchschnitt in der Eurozone. Und wir haben ein äußerst solides Bankensystem. Grazie molte, buon ritorno. Altre cose. Ciao. Alle Politiker haben sich an diesem Tag etwas vorgemacht. Die Wirkung des Gipfels wird nur Tage später verpuffen. Ich bin überhaupt nicht der Auffassung, dass das, was wir seit Sommer 2011 bewirkt haben, die Merkmale gehobener Staatskunst in allen Teilen trug. Ich mache trotzdem darauf aufmerksam, dass wir es noch nie mit einer derartig tiefgreifenden und breiten Krise zu tun hatten. Der griechische Staat ist hoch verschuldet. Aber warum? Im Hafen von Piräus eine Yacht neben der anderen. Offensichtlich gibt es Bürger, die viel verdienen. Sie zahlen kaum Steuern. Reedereien, traditionell der stärkste Industriezweig. Aber die Branche lebt bevorzugt und ist von der Steuer befreit. Der griechische Staat lässt sich erpressen. Diese Industrie ist extrem mobil. Auf der ganzen Welt. Und deshalb zahlen sie wenig Steuern. Denn wenn du sie zu sehr bedrängst, dann ziehen sie von einem Tag auf den anderen weg und melden ihr Schiff woanders an. Bei diesen international besonders mobilen Rädern kann man schwer Steuern eintreiben. Das ist verflixt. 2002 kam der Euro. Auch für Griechenland. Als das neue Geld eingeführt wurde, war Jean-Claude Juncker bereits Premierminister. Man verordnete sich klare Regeln und verletzte sie schon bald. Jahrelang hat die Kommission versucht, den Finanzministern deutlich zu machen, dass die Europäische Statistische Behörde Eurostat das Recht haben müsse, die nationalen Statistiken zu hinterfragen, eigentlich in den nationalen Büchern blättern zu dürfen, um sie auf Fehlerhaftigkeit abzuklopfen. Das haben die Finanzminister, ich auch, immer wieder abgelehnt. Yannis Dournaras war damals Chefberater der griechischen Regierung. Hat sich Griechenland hereingemogelt mit kreativer Buchführung? Das ist eine unfaire Anschuldigung, zu behaupten, Griechenland habe die Daten manipuliert, während all die anderen Länder unschuldig oder blind wären. Sie meinen, sie waren unschuldig? Nein, nein, damals gab es viele Graubereiche in den Staatshaushalten. Wenn Sie auf die damalige Zeit schauen und die heutigen Kriterien anwenden, sieht alles etwas anders aus. Griechenland dient als Sündenbock. Wir haben nicht mehr getan als die anderen Länder auch, um in die Eurozone zu kommen. Ich habe nie Beweise gesehen. Keiner hat Manipulationen nachgewiesen. Es ist nur ein Vorwurf. Die Entscheidung war auch umstritten. Und wie man später erfahren hat, wären die Voraussetzungen für einen Beitritt Griechenlands aufgrund der realen statistischen Daten nicht gegeben gewesen. Aber ob das eine bewusste Täuschung war oder ob einfach die Statistik in Griechenland auch nicht so doll entwickelt war, das kann es auch gewesen sein. Jedenfalls sind sie aufgrund falscher statistischer Zahlen Mitglied geworden und sind sie drin. Das Europäische Statistikamt Eurostat in Luxemburg. Hier laufen die Daten aller Volkswirtschaften zusammen. Beim Euro-Eintritt Griechenlands konnten die Statistiker keine Fehler feststellen, weil sie auf griechische Zahlen angewiesen waren. Ein fataler Fehler. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass jemand bewusst oder unbewusst sein Zahlenwerk so schön respektive fälschen würde, dass, weil aufgrund dieser Zahlen ja Beschlüsse getroffen werden mussten, diese Beschlüsse sich Jahre später als falsch herausstellen würden, weil die Zahlen einfach falsch waren. Hätten wir damals gehabt, was wir jetzt haben, nämlich dass Eurostat sich sehr intensiv mit dem Basismaterial, aus den Statistiken entstehen, beschäftigen hätte können, dann wäre dies nicht
passiert. Die Finanzminister haben einen Fehler gemacht, weil sie mehr Europa verhindern wollten, weil sie der Kommission nicht mehr Rechte einräumen wollten. Euro-Mitglied Griechenland. Ein Staat, der pro Einwohner mehr für sein Militär ausgibt als jedes andere Land Europas. Ein Staat, der sich 2004 Olympische Spiele leistet, die 15 Milliarden Euro kosten. Griechenland übernimmt sich. Und alle schauen weg. Michalis Chrysochoidis, der Wirtschaftsminister des Landes. In diesen Monaten ist er nur mehr Zeuge eines schleichenden Untergangs. Jeden Tag sehe ich gesunde Firmen pleite gehen. Für mich als Politiker ist dies eine Niederlage. Für Sie persönlich? Ja, denn ich bin Minister für Wachstum und Entwicklung. Und ich sehe jeden Tag sehr gesunde und starke Firmen, die den Markt verlassen, weil sie Liquiditätsprobleme haben. Und die Banken finanzieren diese Firmen nicht. Ein Zeichen der Krise? An der Armenküche von Athen wird die Schlange jeden Tag ein Stück länger. Die Investoren haben Griechenland jahrelang billiges Geld geliehen. Jetzt, in der Not, erhöhen sie die Zinsforderungen. Die Investoren haben begonnen, Anleihen zu veräußern. Dadurch ist der Druck nach unten noch größer geworden. Und dann kamen halt die fundamentalen Fragestellungen. Hat Griechenland überhaupt die Leistungsfähigkeit in der wirtschaftlichen Entwicklung, um solche Schulden bedienen zu können? Ist die Schuldentragfähigkeit überhaupt gegeben? Und plötzlich hat man Griechenland viel kritischer gesehen. Wir haben immer unter dem immensen Druck der Märkte gestanden. Die computerisierten Märkte verlangen Ergebnisse innerhalb von Minuten, Stunden, ein paar Tagen. Wenn Entscheidungen nicht innerhalb weniger Tage getroffen werden, reagieren die Märkte negativ. Da haben wir versagt. Wir müssen die Märkte bändigen. Keine demokratische Regierung kann unter diesen Bedingungen überleben. Der CSU-Politiker Peter Gauweiler hat einen einfachen Lösungsvorschlag für Griechenland. Raus aus dem Euro. Im Frühjahr 2010 begann die Debatte. Die Bundeskanzlerin Merkel hat damals von sich aus den Vorschlag gemacht, darauf hingewiesen, dass ein Land auch aus dem Euro ausscheiden kann und zu seiner eigenen Währung zurückkehrt, wenn aus der Wohltat der Währungsunion für das betreffende Land auch eine Plage wird. Wäre damals so verfahren worden, wären die Griechen heute schon wieder auf dem Weg der Gesundung. Wenn ein Land geht, warum sollte nicht ein zweites Land wegen seiner Schulden das gehen? Und warum nicht ein drittes Land? Sobald ein Land die Eurozone verließe, würden wir einen sofortigen Ausfall erleben. Denn kein Land könnte seine Schulden weitertragen. Dann würde die Eurozone auseinanderbrechen. Die Gemeinschaftswährung aufgeben? Undenkbar. Oder doch nicht? Was haben die Politiker und die Banker noch zu bieten, um ein Auseinanderbrechen der Währung zu verhindern? Ich bin bei aller Aufregung und von Tag zu Tag ist das manchmal so ein Aufregen, weil natürlich der Druck sehr groß ist, auch der Druck, das Falsche zu machen. Aber im Kern bin ich eher gelassen, weil ich sage, naja, der Druck groß genug wird, treffen wir auch die richtigen Entscheidungen. Man muss nur aufpassen.
Es gibt natürlich viele, die Vorschläge machen, die dazu führen, dass der Euro keine stabile Währung mehr werde. Der deutsche Wirtschaftsminister hat plötzlich auch eine Idee. Bei der Stabilisierung unserer gemeinsamen Währung des Euros darf es keine Denkverbote geben. Dazu zähle ich auch perspektivisch eine geordnete Insolvenz, wenn und sobald die dafür notwendigen Instrumente zur Verfügung stehen. Wir beraten heute die EU-Finanzminister. Soit des finances européens au chevet de la Grèce, réunis en Pologne et les participants non. Die Finanzminister der Euro-Staaten sind in Breslau in Polen zusammengekommen. Krisentreffen der Finanzminister. Alle reden über eine mögliche Katastrophe, aber nicht öffentlich. Alle haben die Worte des deutschen Wirtschaftsministers im Ohr. Für die Krisenmanager ein Tabubruch. Das, was der deutsche Vizekanzler gesagt hat, war in der Sache gefährlich. Ich bin überhaupt nicht für Denkverbote, aber manchmal tut Zurückhaltung bei der Äußerung dessen, was man sich zusammengedacht hat, der Politik gut, den Menschen gut und auch den Finanzmärkten. Aber auch das deutsche Finanzministerium hält sich nicht so zurück, wie Jean-Claude Juncker sich das wünscht. Informationen sickern durch. Schäubles Ministerium bereite sich darauf vor, dass Griechenland aus dem Euro aussteigt. Es ist nie beabsichtigt, wenn was durchsickert, aber das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Ein Ministerium oder eine Regierung, die nicht über alles, was sie sich vorstellen kann, nachdenkt, wäre eine schlechte Regierung, unverantwortlich. Aber genau das ist das. Es ist was völlig anderes. Darüber zu reden, wäre natürlich genauso schlecht. Und deswegen, wir arbeiten über vieles, aber wir reden nicht darüber. Und das heißt ja nicht, schauen Sie, ich nehme das Beispiel, wenn der für die innere Sicherheit zuständige einen Katastrophenplan macht, dann will er nicht, dass die Katastrophe eintritt. Aber er muss auch Vorsorge leisten. Sie lassen sich nichts anmerken. Juncker und Schäuble. Gesichter erfahrener Pokerspieler. Als das erste Mal wäre, dass jemand Konkurs macht, weiß man überhaupt nicht, wie sich die Gesamtfolgen entfalten werden. Und, ich möchte das nicht unbedingt in Erfahrung bringen. Deshalb ist es mir lieber, wir bleiben mit den Griechen solidarisch und deshalb ist es mir lieber, die Griechen machen sich auf den Weg solider Haushalts- und Finanzpolitik. Die Griechen müssen schwere Einschnitte verkraften, schwere Strukturen, das ist eine gewaltige Veränderung. Vieles von vielen Gewohnheiten in Griechenland, das geht ja weit über die unmittelbar finanziellen Dinge hinaus und das wird lange Jahre dauern. Und dabei müssen wir sie begleiten. Das können wir auch, das tun wir auch, aber sie müssen eben das auch entsprechend erfüllen. Es gibt keinen bequemen Weg, dafür ist die Krise zu tief. Heute ist die sogenannte Troika nach Athen zurückgekehrt. The Troika, what are they going to be looking for? The so-called Troika has approved an 8 billion euro aid payment to Greece. Die Troika. Es sind Fachleute von IWF, EZB und EU. Sie bestimmen über die Sparmaßnahmen, die Griechenland treffen soll. Und die Maßnahmen sind einschneidend. Hunderttausende sollen aus dem Staatsdienst entlassen werden. Wir werden niemals verstehen, wer hier was spielt. Who is in charge in this game? Wir sehen nur die Ergebnisse. Ich kann Ihnen nur sagen, die Ergebnisse treffen unsere Gesellschaft hart. Am Ende führt kein Weg daran vorbei, wenn Sie zu lange über Ihre Verhältnisse gelebt haben, kommen Sie um eine Anpassungskrise nicht herum. Das ist im Privatleben auch nicht anders.
Im Privatleben der Griechen ist die Krise längst angekommen. Hunderte Menschen warten jeden Morgen vor einer besonderen Behörde. Sie brauchen Hilfe, weil sie ihre Schulden nicht mehr bezahlen können. Vassilis Xenakis ist hoher Gewerkschaftsführer. Wenn er will, steht das Land still. Er findet, die Sparmaßnahmen überfordern das Land. Können Sie sich nicht Zeit nehmen? Ein Jahr, 6 Monate mehr, um die Ergebnisse zu sehen und jeden Schritt vorsichtig zu planen. Können Sie nicht sehen, dass Sie über Menschen sprechen und nicht über Zahlen? Nicht alle sind Verlierer. Stelios Tsavos pendelt zwischen der Wall Street und Athen. Der Investor sieht goldene Zeiten in Griechenland. Gerade jetzt. Ich sehe das als große Möglichkeit, weil die Preise jetzt langsam angemessen sind. Die Arbeitskosten werden bezahlbar. Jetzt, mit der Liberalisierung der Genehmigungsprozesse, ist eine gute Gelegenheit, viel größere Tourismusprojekte zu starten. Wie tief muss Griechenland stürzen, um wieder interessant zu werden fürs große Geld? Demonstrationen gibt es fast überall in Europa. Aber in Athen wird das Parlament angegriffen, der Ort einer gewählten Volksvertretung. Die Finanzkrise entwickelt sich zur Demokratiekrise. Sie haben das Vertrauen in die Politik verloren. Und zwar, weil die Politik keine Macht über die Finanzwelt hat. Das ist einer der fundamentalen Gründe. Dass Politik und Finanzwelt so stark aufeinanderprallen, das gibt es nicht nur in Griechenland. Das gibt es auch in anderen europäischen Ländern. Auch dort macht man sich Sorgen um die Zukunft der Demokratie. Die Zukunft der Demokratie? Wo wird über sie entschieden? In den Parlamenten? Oder in den Finanzzentren der Welt, wie hier in New York? Trägt die Politik eine Mitschuld an ihrer Entmachtung, weil sie der Finanzwelt zu viel Freiraum gelassen hat? In den letzten 25 Jahren waren es die Aufseher, die falsche Vorstellungen hatten. Und auch die Politiker, die glaubten, man könne die Märkte sich selbst überlassen. Dass, wenn man alles dem Markt überließe, alles in Ordnung wäre. Das ist die Verantwortung der Aufseher, die ihre Aufgabe nicht wahrgenommen haben. Damit die Demokratie eine Chance hat, muss sie den Märkten gewachsen sein. Das heißt, wir brauchen demokratische Instanzen, die auch die Märkte umfassen. Idealerweise müssten diese demokratischen Instanzen weltweit gültig sein, zumindest auf europäischer Ebene, als eine föderal gültige Instanz. Dann dürfen die Demokratien nicht von den Märkten abhängig sein. Wenn die Demokratien sich etwas von den Märkten borgen, ist es normal, dass die Märkte am Ende abrechnen. Nach Jahren des wilden Wachstums hat sich die Finanzwelt von der politischen Welt entkoppelt. Doch die Mischung aus Staatsschulden und wilder Spekulation ist auch für die Finanzwelt gefährlich. Die Investitionen werden zurückhalten, die Kreditvergabe wird vorsichtiger, weil die Banken Schwierigkeiten haben, sich genügend Kapital zu finden, und dann können sie nicht so viel ausleihen, und wir müssen auch
gleichzeitig darauf achten, dass die Banken genügend Kapital haben, damit die Ansteckungsgefahr in den Banken nicht noch größer wird. Auch deutsche Banken sind bedroht. Die Commerzbank hält besonders viele Staatsanleihen aus Griechenland. In guten Zeiten ein prima Geschäft, jetzt Gift in den Büchern. Bankchef Martin Blessing ist besorgt. Das Thema, was wir haben, ist, dass wir, ich hätte beinahe gesagt, als gute langfristige europäische Anleger zu viele europäische Staatsanleihen haben und es im Moment, zumindest mit der Aufsicht, unklar ist, ob das zurückgezahlt wird. Die Aufsicht simuliert im Moment einen Teilausfall, zum Beispiel italienischer Staatsanleihen. Das ist für uns ein Thema. Auch die Deutsche Bank muss gegen die Krise kämpfen. Vorstandschef Josef Ackermann fürchtet eine Eigendynamik und sieht erste Anzeichen für eine Ansteckung. Einen Dominoeffekt, der andere Länder mitreißt. Wir haben jetzt im Moment in der ganzen Welt viele natürlich Herausforderungen. Die hohe Verschuldung in den USA, das Ungleichgewicht im Immobilienmarkt, die natürlich nicht behoben sind. Wir haben eine Verlangsamung des Wachstums in China. Also es ist, wie es natürlich dann immer kommt, es kommt vieles Schwierige zusammen. Insofern ist eine gewisse Ansteckung eines Griechenland-Problems auf andere Länder heute schon festzustellen. There is a serious danger of a collapse. Es gibt eine ernste Gefahr des Zusammenbruchs, der Kernschmelze. Das wird katastrophale Konsequenzen haben. Aber ich denke, das wird man verhindern können. Doch der Langzeiteffekt wird sein, dass eine lange Phase ökonomischer Depression beginnt, in der entwickelten Welt, in Europa und in Amerika. And in America. Die Krise erfasst auch die USA. Mit seinem amerikanischen Amtskollegen Timothy Geithner hat Finanzminister Wolfgang Schäuble viel zu besprechen. Die Amerikaner sind beunruhigt. Auch sie fürchten den Dominoeffekt. Dass die europäische Schuldenkrise das globale Wirtschaftssystem durcheinander bringen könnte. Wir arbeiten zusammen mit dem IWF, um europäische Regierungen zu ermutigen, sich noch stärker zu engagieren und Strategien zur Lösung der Krise zu entwickeln. Es ist absolut notwendig, dass unter Druck geratene Regierungen und Finanzsysteme Zugang zu schlagkräftigen finanziellen Ressourcen haben, damit sie glaubhaft die Ursachen der finanziellen Krise angehen können. Alle suchen nach der großen Lösung. Christine Lagarde, seit Sommer 2011 neue Chefin des Internationalen Währungsfonds, fordert, die europäischen Banken mit zusätzlich 200 Milliarden Euro Kapital auszustatten. Jean-Claude Trichet, Chef der Europäischen Zentralbank, und sein Nachfolger Mario Draghi könnten das notwendige Geld drucken. Wäre das eine Lösung? Der deutsche Finanzminister sträubt sich gegen solche Forderungen. Doch den Ausweg aus der Krise findet auch er in diesen Wochen nicht. Wir wissen, dass die politischen Entscheidungen manchmal schwieriger und langsamer sind als Erwartungen der Märkte. Aber damit müssen wir umgehen. Meine Schlussfolgerung daraus ist im Übrigen, da wir die Politik nicht an die Märkte anpassen wollen, müssen wir gucken, ob wir die Märkte nicht besser regulieren können. September 2011. Frankreich hat sich angesteckt. Leicht zwar, doch internationale Ratingagenturen stufen die Kreditwürdigkeit großer französischer Banken herunter.
Da ist uns bewusst geworden, dass auch wir verwundbar sind. Wir wussten das, aber das hat den Finger in die Wunde gelegt. Auch Frankreich ist verwundbar in der allgemeinen Schuldenkrise der Euro-Länder. Die Bank, die mit am meisten in Griechenland mit Zinsen und Tilgungen verdient hat, ist die französische Bank Société Générale. Wenn Griechenland ausfällt, wenn Griechenland einen Schuldenschnitt beschließt, wenn Griechenland das tut, was die Türken, die Argentinier, die Russen getan haben, dann ist Land unter bei Société Générale. Der Domino-Effekt. Wird er Frankreich so hart treffen wie andere Länder? Oder ist es nur ein kleiner Infekt, den man abwehren kann? Die französische Regierung steht unter Handlungsdruck. Das ist der Moment der Wahrheit. Die Nationen müssen begreifen, dass sie schicksalhaft verbunden sind. Dass Deutschland ohne Frankreich nichts ist. Dass Frankreich ohne Deutschland zu klein ist. Dass wir einander brauchen. Es ist der Moment, in dem man erkennen muss, dass die nationale Souveränität in großen Teilen keinen Sinn mehr macht. Das Einzige, worauf wir hinarbeiten müssen, ist die Souveränität Europas. Sonst sind wir Marionetten in den Händen der Märkte. Italien im Herbst 2011. Auch ein Opfer. Die italienische Wirtschaft wächst nicht mehr. Umso mehr die Unzufriedenheit der Bevölkerung. Auf den Straßen der Hauptstadt entzündet sich der Protest. Im italienischen Parlament treten die Reformvorhaben auf der Stelle. Kaum ein Gesetzesentwurf ist auf den Weg gebracht. Regierung und Opposition zerfleischen sich. Mit verheerenden Folgen. Im Oktober 2011 ist Berlusconi am Ruder. Er hat wenig erreicht. Dieses Land befindet sich in einer Rezession und wird auch für Jahre in einer Rezession bleiben. Dies ist das einzige Land, in dem das Bruttoinlandsprodukt genauso ist wie im Jahr 2000. Tatsächlich ist es sogar ein wenig gefallen. Der Regierungschef hatte zuletzt anderes zu tun. Viele Italiener wurden misstrauisch. Dann im November 2011, Mario Monti übernimmt die Amtsgeschäfte. Ein Technokrat und Wirtschaftsprofessor, der 10 Jahre für die Europäische Kommission gearbeitet hatte. I think the mistrust was due to some colorful. Ich denke, das Misstrauen hatte zu tun mit einigen farbenfrohen Aspekten des Lifestyles ganz bestimmter politischer Persönlichkeiten. Aber ich denke, das Misstrauen speiste sich auch aus der Tatsache, dass jeder italienische Bürger, der abends vor dem Fernseher saß, endlose Duelle ansehen musste, die Regierung und Opposition miteinander ausfochten. Kaum im Amt erkennt Mario Monti, wie sehr auch sein Land gefährdet ist. Dass auch Italien längst vom Domino-Effekt heimgesucht wird, wie von einem Wirbelsturm, der nicht aufhört. The movement of the financial tornado started in Greece. Diese Bewegung des finanziellen Tornados begann in Griechenland und bewegte sich dann nach Norden und Nordwesten, gegen den Uhrzeigersinn. Er traf Irland, ging dann runter nach Portugal und dann, etwas abgeschwächt, traf er Spanien, Italien, dann wieder Spanien. Und man könnte jetzt von dieser Bewegung ableiten, dass sogar Länder, die in dem Ruf einer größeren Finanzkraft stehen als diejenigen, die ich genannt habe, also zum Beispiel Frankreich, Belgien, Österreich,
Diese Länder sind vor kurzem von diesem Tornado gestreift worden. Also, der Dominoeffekt ist da. Ein Sturm, der in ganz Europa wütet. Jetzt soll der Deutsche Bundestag helfen, das Haus Europa wieder wetterfest zu machen. Die Parlamentarier sollen über die Ausweitung eines Rettungsschirmes entscheiden. Notfallkredite für Griechenland und andere. Es ist ein wichtiger Tag für Deutschland, denn wir würden am allermeisten darunter leiden, wenn Europa an die Wand fährt. Natürlich wird es auch interessant sein, wie die Kanzlerin es schafft, ihren eigenen Laden hinter sich zu bringen. Aber ich stimme heute nicht für oder gegen Frau Merkel, sondern ich stimme für Europa. Es wird zu einem Schuldenschnitt kommen. Das dauert auch gar nicht mehr so lange. Das heißt, die Schulden werden reduziert. Dann hätten die Banken Verluste und dafür brauchen sie den Rettungsschirm. Mit dem Geld des Rettungsschirms bezahlen sie dann die Banken. Es ist letztlich ein Schirm für die Banken, nicht für die Griechinnen und Griechen. Die Bundesrepublik Deutschland ist mit 2 Billionen Euro verschuldet und soll jetzt noch mehr Schulden aufnehmen, damit noch weiter verschuldete Länder noch mehr Schulden machen können. Ich habe die naive Ansicht, dass das nicht klappen kann. Kann sich Deutschland so einfach der Dynamik der Krise entziehen und den Rettungsschirm, genannt EFSF, ablehnen und damit Griechenland und andere Staaten fallen lassen? Auf den Bundestag blickt an diesem Tag ganz Europa. Die Regierung pocht darauf, die Mittel zu bewilligen. Als Akt der Solidarität oder zum Selbsterhalt. Wie teuer kommt uns die Operation Euro noch? Der Finanzminister bleibt vage. Die Antwort ist völlig eindeutig. Die Guidelines, die für diesen erweiterten EFSF angewendet werden, sind noch nicht abschließend verhandelt. Der Bundestag hat die Absicht zu beschließen, dass diese Guidelines der Zustimmung des Deutschen Bundestags bedürfen. Danach werden wir das sehen, in diesem Rahmen werden wir das behandeln. Deswegen ist jede Verdächtigung und jede Verunsicherung unanständig und unangemessen. Rettungsschirm ist kein Rettungsschirm, sondern ein Fass ohne Boden. Wir reden heute über 750 Milliarden Euro für europäische Staatsschulden von über 10.000 Milliarden Euro. Im gleichen Moment, in dem über den Schirm abgestimmt wird, Schirm in Anführungszeichen, wird schon über seine Ausweitung gesprochen. Einerseits ist der Schirm also zu klein, bezogen auf unseren Staatshaushalt ist er aber zu groß. Damit wir jetzt eine reibungslose Abstimmung haben. Wie umgehen mit der Krise? Die langen Debatten im deutschen Parlament erregen den Unmut anderer. Aber soll man die Regeln der Demokratie aushebeln, um den Euro zu retten? Ich habe nur bemängelt, dass, wie es in Deutschland auch gemacht wurde, jedes auch nur millimetergroßes Detail durch die parlamentarische Maschine zu drehen. Wenn alle Parlamente, alle 17 Parlamente der Eurozone, sich mit jedem, auch nur kleinsten Detail der Verabredung beschäftigen, dann wird dieser Prozess irrsinnig lange dauern. Abgegebene Stimmen 611. Mit Ja haben gestimmt 523. Mit Nein haben gestimmt 85, Enthaltungen 3. Der Gesetzentwurf ist damit angenommen. Angela Merkel hat eine Schlacht gewonnen, aber noch nicht viel mehr. Zu Beginn der Krise hatte die Bundeskanzlerin zögerlich agiert. Rächt sich das jetzt? Im Herbst 2011 geraten sie und ihre Regierung immer mehr ins Zentrum der Eurokrise. Die Deutschen bekommen jetzt eine neue Rolle in Europa. Auch die Griechen wachsen immer mehr in eine neue Rolle. Abhängig von den reichen Europäern im Norden.
Ein Land gerade mal gut genug als Urlaubsort? Die Musik, die hier spielt, zahlen andere. Und sie bestimmen sie auch. Das griechische Volk zahlt einen schmerzhaften Preis. Den Preis können wir ihnen nicht ersparen, weil wer mehr Wohlstand will, mehr soziale Sicherheit, muss wettbewerbsfähig sein. So ist das in der Welt. Das ist, manchmal glaubt man, das wäre alles so ganz einfach, und dann sieht man plötzlich, der Wettbewerb stellt schon einen harten Druck. Wolfgang Schäuble wird wissen, eine Idee steht auf dem Spiel. Er war selbst dabei, als der Wille zum Euro geweckt wurde. Im Herbst 1990 misstrauen die europäischen Länder einem großen Deutschland, denn es hat sich wieder vereinigt. Der deutsche Kanzler brauchte dafür aber die Zustimmung der Nachbarn. Sie erklärten sich bereit, wenn Deutschland die D-Mark aufgeben und Mitglied einer europäischen Währungsunion würde. Es war getrieben, zu Recht wahrscheinlich, von einer politischen Idee, nämlich der Versöhnungsthese. Nie mehr Krieg in Europa, Frieden in Europa. Und das hat auch einen gewissen Enthusiasmus ausgelöst. Und deswegen war die Entscheidung in den 90er Jahren für eine gemeinsame Währung richtig. Eine Währungsunion, keine politische Union. Noch nicht. 1992 vereinbaren die Regierungen in Maastricht die Grundlagen für das gemeinsame Geld. Mit erheblichen Fehlern, wie sich später herausstellt. Wir sind stark für die Währungsunion eingetreten und Frankreich war wirklich der Motor bei diesem Prozess. Aber wir wussten von Anfang an, dass diese Währungsunion nur eine Etappe sein würde. Gemeinsamer Markt, einheitliche europäische Akte, gemeinsame Währung, Föderalismus. Das war die Logik und wir wussten es. Das war unausweichlich. Die Schwierigkeit in Europa liegt darin, dass man nicht immer alles gleichzeitig macht. Man geht in Etappen vor. Besser wäre gewesen, man hätte dort schon die politische Union zustande gebracht. Aber das war nicht möglich. Und dann hat man gesagt, gut, dann machen wir den Weg mit dem Stabilitätspakt. Und wenn es eines Tages nicht mehr ausreicht, machen wir mehr. Alle wissen, eine Währungsunion kann nur funktionieren, wenn die Länder ihre Haushaltsdisziplin nachweisen. Aber die Regierungen wollen sich gegenseitig nicht in die Karten schauen lassen und lehnen eine gemeinsame Wirtschaftspolitik verbissen ab. Ich habe das Ding schon angedreht. Das, was wir in den 90er Jahren nicht geschafft haben, nämlich der gemeinsamen Währung, auch sowas wie eine politische Union, also eine Institution, die eben die Grenzen für nationale Finanzpolitik verbindlich machen und auch durchsetzen kann. Das haben wir in den 90er Jahren nicht geschafft. Das ist damals in anderen Ländern nicht zu erreichen gewesen. Dann haben wir gesagt, gut, gehen wir mit der Währungsunion voran. Und irgendwann wird es nachkommen. Deutschland war damals der Auffassung, die Niederlande auch, dass Wirtschaftspolitik essentiell nationalen Zuschnittes bleiben sollte, dass man maximalst dazu übergehen könnte, Teile der nationalen wirtschaftspolitischen Entscheidungen in Europa miteinander abzusprechen. Wenn ich heute höre, sehe, dass jetzt alle für Wirtschaftsregierungen sind, vornehmlich aus den Ländern kommen, die es verhindert haben, als die Grundarchitektur entstand, hätte in dieselbe aufgenommen werden müssen, dann komme ich aus dem Staunen eigentlich nicht heraus. Die deutsche Mark wird später eingeschmolzen, damit sie niemand mehr zurückholen kann. Die Banknoten für alle Zeiten vernichtet. Auf dem Kompost der Geschichte. Anfangs tun sich die Europäer schwer mit dem neuen Geld. Fachleute warnen, die neue Währung könne nicht stabil genug sein. Doch die Regierungen wischen Zweifel beiseite. Der Euro, eine Kopfgeburt? In dem Maße, wie die Menschen ihn in der Hand haben werden, werden sie sich auch daran gewöhnen. Man kann das nicht wegdiskutieren. Sondern es wird sich einfach zeigen, dass die Befürchtungen alle unberechtigt waren. Und dann wird man in ein paar Jahren sagen, warum haben wir das überhaupt skeptisch gesehen? Das neue Geld kommt. 2 Jahre nach der Jahrtausendwende.
Eine Zeit voller Optimismus und Zuversicht. Aber schon die Deutschen unter Kanzler Schröder halten sich nicht an Vereinbarungen zu einem stabilen Euro. Deutschland war damals dabei, die Agenda 2010 auf den Weg zu bringen. Und deshalb hat Deutschland darum gebeten, vorübergehend das Haushaltsdefizit verletzen zu dürfen, weil diese Reform, die Agenda 2010 betreffend, unterwegs war. Und die Ansicht damals in Berlin war, dass man nicht noch mehr sparen könnte und gleichzeitig größere Opfer von denen von der Agenda 2010 betroffenen Menschen verlangen könnte. Kanzler Schröder ein schlechtes Vorbild. Auch Frankreich nimmt es mit den Regeln nicht zu ernst. Man hat es unterlassen, die Maastricht-Kriterien auch verbindlich zu implementieren, auch mit Sanktionsmechanismen. Man war etwas zu großzügig. Natürlich Deutschland und Frankreich haben als Erste diese Kriterien verletzt, andere sind dann gefolgt. Und das ist, hat zu einer Disziplinlosigkeit im Bereich der Staatsschulden geführt. Heute erneut Zehntausende auf die Straße getrieben. Das Katze-und-Maus-Spiel geht wieder los. Ein Mann starb bei den Unruhen offenbar an einer Herzattacke. Und wieder einmal entlädt sich der Frust der Griechen über Lohnkürzungen und höhere Steuern in Gewalt. Und es kommt zu einer wilden Straßenschlacht. Tausende Demonstranten flüchten in Panik von dem Platz. Griechenland ist durch die zahllosen Reformen zermürbt. Dennoch zeichnet sich im Herbst 2011 ab, es gibt kaum noch einen Ausweg aus der Pleite. In anderen Ländern ein harmloses Bild, hier nicht. Viele Griechen plündern ihre Konten. Every day, media around the world. Medien aus aller Welt, Analysten, Akademiker, Nobelpreisträger, sogar Amtsträger der EU und aus den Mitgliedstaaten, sie alle verbreiten, Griechenland wird ausfallen, wird seine Schulden nicht bedienen können, wird die Eurozone verlassen. Dazu zähle ich auch perspektivisch eine geordnete Insolvenz. Als Grieche sagt man sich, ich will meine Euro nicht verlieren, also gehe ich zur Bank und hole sie ab. Das hat die Banken getroffen. Die Elite hat ihr Geld längst aus Griechenland rausgebracht. Keiner kommt dran. Und dann sagen die Leute, ja, der kleine Mann muss bezahlen. Nicht? Die Großen sind weg, die kriegt man nicht. Das ist ja auch nicht fair. Der heimliche Bankensturm. Öffentlich bekennt sich kaum jemand zur Kapitalflucht. Ich habe alles in Griechenland gelassen. Eine patriotische Pflicht. Keinen einzigen Euro im Ausland. Ich habe kein Geld. Wenn ich welches hätte, wäre mein Geld selbstverständlich hier in Griechenland. Es sind existenzielle Fragen, die sich Europas Krisenmanager in diesen Monaten stellen müssen. Scheitert der Euro, dann scheitert Europa, droht die deutsche Regierung. Und die Banker? Was würde ihnen passieren, wenn Griechenland bankrott erklären müsste? Die Chance Griechenlands besteht kurioserweise im Dominoeffekt. Nur weil das Land andere in den Abgrund reißen könnte, kann es auf Rettung hoffen. Aber wie soll die Rettung organisiert werden? Und kommt sie nicht längst zu spät? Kein Premierminister in Europa ist so lange im Amt wie Jean-Claude Juncker. Aber kennt er die Antwort auf die brennenden Fragen? Was das Richtige ist, weiß ich. Nun, ehrlicherweise muss ich das sagen, bei weitem nicht immer, weil es derartiges noch nicht gab. Es gibt kein Lehrbuch, in dem man blättern könnte, um herauszufinden, wie man dann früher mit einer derartigen Krise umgegangen wäre, weil es früher auch eine derartige Krise gab. Also was richtig ist, weiß ich nicht immer. Was falsch ist, das weiß ich allerdings immer. Brüssel. Wieder ein historisches Gipfeltreffen. Das Problem in Griechenland ist so brenzlig geworden, dass das Land nur noch zu retten ist, wenn ein noch größerer Teil der Schulden erlassen wird. Das ist heute ein sicherer Tag.
sicherlich wichtiger Rat. Wir haben noch eine ganze Reihe von Problemen zu lösen und Verhandlungen zu führen. Also die Arbeit ist noch nicht getan, aber ich glaube, alle reisen heute hier mit dem Ziel an, auf jeden Fall ein ganzes Stück weiterzukommen. Meine ganze Beteiligung? Man bereitet solche Gipfel vor. Bei den Gipfeltreffen selbst, wenn es dann ganz am Ende zum Schwur kommt, sind die Staats- und Regierungschefs allein. Da muss dann Angela Merkel ziemlich alleine. So war es ja auch. Na gut, sie hat eine enge Zusammenarbeit mit Frankreich, das geht auch ganz gut. Einige andere haben auch, Holland ist an unserer Seite, Finnland ist an unserer Seite. Die Zeit der Allianzen. Wir haben viel gearbeitet und alle haben die Absicht, guten Willen zu zeigen. Noch einmal frische Luft schnappen, bevor es zur Sache geht. Für Griechenland geht es heute ums wirtschaftliche Überleben. Jetzt ist die Zeit für die europäischen Regierungschefs, gemeinsame Entscheidungen zu treffen und die Ungewissheit zu beenden, die Krise zu beenden und für Zukunft, Sicherheit und Wohlstand der europäischen Völker zu arbeiten. Die Journalisten bereiten sich auf eine lange Nacht vor. America, for example, has grown increasingly concerned. The three biggest U.S. banks. What they are talking about, these leaders here, is how to avoid not just one government, Greece, going bankrupt. Kanzlerin Merkel und Präsident Sarkozy wollen die Banken an diesem Tag dazu bringen, Griechenland noch mehr Schulden zu erlassen. Wieder freiwillig. Der Vertrag von Maastricht verbietet, dass sich die Staaten untereinander finanziell helfen. Alle haben Angst vor einem sogenannten Default, einem Zahlungsausfall Griechenlands. Zwischendurch schickt man, tauscht man dann auch mal SMS aus, oder wenn es gar nicht anders geht, ruft die Kanzlerin auch an, oder ihre Berater rufen meine Mitarbeiter an, die dann dabei sind. Ich glaube, auch mein Staatssekretär Asmussen war auch bei dem Treffen im Oktober anwesend. Die Kanzlerin hatte darum gebeten und so ist der Kontakt dann eng. Aber am Schluss ist die Kanzlerin, in den letzten Stunden ist sie allein. Stunden der Entscheidung. Einer der wichtigen Verhandlungsführer der Gegenseite ist nicht da. Er weilt in Moskau. Josef Ackermann, der Chef der Deutschen Bank und Vorsitzender des Weltbankenverbandes. Wir hatten Sitzungen mit dem russischen Präsidenten über den Aufbau und Ausbau des Finanzzentrums in Moskau. Ich war in Moskau. Ich erinnere mich sehr wohl, dass ich zwischen 2 Uhr und 4 Uhr dreimal aus dem Schlaf geweckt wurde und natürlich gefragt wurde, ob ich die und die Vorschläge unterstützen würde. Es gibt ja eine Vielzahl von Gläubigern. Dieser internationale Bankenverband, mit dem der verhandelt wurde, vertritt nur einen Teil der Gläubiger. Aber der ist eben am besten organisiert. Ackermann ist der Vorsitzende und der Geschäftsführer und Geschäftsführende Mensch, Herr Dallara. Und die haben gesagt, naja, es muss ja verhindert werden, dass ein Default, weil ein Default Griechenlands, das würde ja die Kreditversicherungsverträge fällig stellen. Und dann entstehen Folgen, von denen man nicht genau weiß. Deswegen nennt man es Tsunami, weil wie ein Erdbeben auf dem Meeresboden weiß man nicht genau, ob das dann und wo welche Flutwellen erzeugt. Tsunami, Tornado, Dominoeffekt. Die Krise greift um sich. Und die Szenarien werden immer bedrohlicher. Den Politikern sitzen die Finanzmärkte im Nacken. Mal wieder.
Sie müssen unter allen Umständen vor 2 Uhr am Morgen eine Einigung treffen, bevor die Märkte öffnen. Sie haben Panik davor, dass die Märkte schlecht reagieren könnten, falls sie keine Einigung treffen. Vor einigen Wochen hat niemand gedacht, dass diese Ansteckung ein so großes Land wie Italien, immerhin ein Gründungsland Europas, befallen könnte. Aber schon jetzt konzentrieren sich alle Spekulanten auf Italien. Die Portugiesen, vor allem die portugiesische Regierung, hat Panik vor einem griechischen Ausfall, einem erzwungenen Ausfall. Wenn dieser Zweifel erst einmal da ist, dass griechische Staatsanleihen nicht sicher sind, dann wird Portugal als erstes ins Visier genommen. Und die Märkte fragen sich, verlieren wir unser Investment? Also werden sie vor portugiesischen Anleihen fliehen. Also ich glaube, momentan sehen wir da einen Machtkampf Politik gegen die Banken, gegen das Kreditgewerbe. Und keiner will nachgeben im Moment. Die Politik verlangt ziemlich rüde, so höre ich, auch in rüdem Ton, 50% ihrer Forderungen müsst ihr abschreiben, ihr Banken. Und die wehren sich, denn sie wissen, wenn wir das wirklich tun, dann kostet das wahnsinnig viel Geld. Und ich höre, es wird um jeden Prozentpunkt wird gefeilscht. Auf wie viel können die Banken verzichten? Unbemerkt von der Öffentlichkeit haben die Verhandlungen schon Tage zuvor begonnen. Horrorszenarien wurden ausgemalt, Angebote unterbreitet. Wir haben ja in einem Gespräch, das ich Tage zuvor hatte mit Präsident Rompuy, mit Herrn Juncker und mit Olli Rehn, haben wir auch ein Mehrpunkteprogramm aus unserer Sicht präsentiert, das wir glaubten, ist notwendig, eben Konsolidierungsbestrebungen intensivieren, Italien, Spanien, Griechenland Restrukturierung, da haben wir 50% vorgeschlagen, selbst freiwillig. Ein freiwilliger Verzicht der Banken, um nicht alles aufs Spiel zu setzen. Im Gebäude gegenüber finden Geheimverhandlungen statt. Wer hat mehr zu verlieren in dieser Nacht? Die Banken haben im Juni schon sehr, sehr stark ihre Position genutzt, gesagt, nein, mehr als das können wir nicht machen, dann ist es nicht freiwillig, dann habt ihr das Risiko. Und im Juli hat man sich davon noch beeindrucken lassen, im Oktober weniger. Im Oktober hat man dann den Bankenvertretern gesagt, also unter 50% Reduzierung der Gesamtverschuldung brauchen wir gar nicht zu reden. Nicht. Schade um die Zeit, bitte nehmen Sie zur Kenntnis. 50% Haircut wird auf jeden Fall stattfinden. Das ist den Banken spätestens dann für sie absolut verständlich vermittelt worden, als wir nicht ausschlossen, dass wir die ganz große Lösung angehen können. Das hieß, dass sämtliche Schulden annulliert wurden. Das hat dazu beigetragen, dass die Banken mit der Hälfte des Opfers einverstanden waren. Ach, das war das, was Sie auf den Tisch gelegt haben, als in den Verhandlungen? Ja. Das wusste ich nämlich zum Beispiel gar nicht. Ja, das hätte ich Ihnen auch jetzt nicht gesagt, wenn Sie mich nicht danach gefragt hätten. Wer sitzt bei diesem Spiel nun am längeren Hebel? Sind die Politiker wirklich die Stärkeren bei dem Kampf mit den Banken? Wir haben in einem Brief oder in einem Memo die 50% offeriert gehabt. Gut, das ist dann immer so. Am Schluss stellt es natürlich jeder so dar, wie es für ihn gut ist. Aber also wir waren da nicht auseinander. Abgesehen davon waren wir ja schon bei 40%, bevor überhaupt die Sitzung begonnen hat, einfach aufgrund der Marktentwicklung und der Zinsenentwicklung. Aber ich finde es durchaus richtig, wenn die Politik das für sich beansprucht, denn am Schluss ist es wichtig, dass die Politik auch eigentlich zeigen kann, dass sie hier geeint und koordiniert gehandelt hat. Also wir haben da auch keine große Rolle spielen wollen, aber es war keine große Überzeugung notwendig, um uns auf die 50% zu bringen, weil wir das schon offeriert haben. Jeder verkauft den Triumph als seinen eigenen.
Was Griechenland betrifft, Frankreich wünschte, das Drama eines Zahlungsausfalls Griechenlands zu vermeiden. Erinnern Sie sich an die Pleite der Lehman Brothers. Und genau das ist geschehen. Mir ist, und ich glaube, das ging jedem so, sehr bewusst, dass die Welt heute auf diese Beratung geschaut hat, dass die Welt sehen möchte, wie wir uns in unserer tiefen europäischen Krise bewähren. Und ich glaube, dass wir Europäer heute Nacht gezeigt haben, dass wir die richtigen Schlüsse gezogen haben. Ist die Katastrophe damit abgewendet? Wohl kaum. Denn der Schuldenschnitt hat ungewollte Folgen. Das ganze Ding ist ja freiwillig. Ja? Die Freiwilligkeit kreiert auch ein Problem, weil man als Investor vorher sich die Möglichkeit zumindest offen gehalten hat, einen Teil des Volumens, das man in Staatsanleihen investiert hat, zu versichern. Also ich konnte sagen, ich kaufe mir für 100 griechische Staatsanleihen, ich will aber zum Beispiel 30 davon gegen Ausfall versichern. Dann kaufe ich mir eine Ausfallversicherung, für die ich eine Prämie laufen zahle. Nun sagt die Ausfallversicherung, ja, also wenn ihr jetzt freiwillig auf was verzichtet, dann kann ich dir den Schaden leider nicht ersetzen. Wenn du gezwungen wirst, wenn Griechenland einen Staatsbankrott erklärt, dann zahle ich dir den Schaden. Aber wenn das freiwillig ist, zahle ich dir den Schaden nicht. Wir haben also gelernt, es macht gar keinen Sinn, sich eine Versicherung zu kaufen, weil die Politik einen Weg gefunden hat, uns sozusagen an den Kosten zu beteiligen, ohne dass die Versicherung zahlt. Damit ist also eine Staatsanleihe heute ein nicht mehr versicherbares Risiko. Es kaufen weniger Investoren, weil sie sagen, ich kann es nicht mehr versichern. Herr Juncker, das ist für Arte. Guten Abend. Stefan Lambi, für Arte. Ja, Arte, ja. Ich bin also mit dem Samt, der geht bisher zu viel. Worin bestand denn die Dramatik dieser Nacht? Ja, mit Banken darf man nicht nur leise reden. Das heißt? Ich habe in dieser Nacht mit Jean-Claude Juncker gesprochen und der hat gesagt, mit Banken muss man laut sprechen. Was meint er? Also, ich weiß es auch nicht. Wir hatten ja mit Jean-Claude Juncker auch Vorgespräche und die sind eigentlich sehr gut verlaufen. Der griechische Regierungschef Papandreou könnte zufrieden sein. Seinem Land wurde die Hälfte der Schulden erlassen. Aber die EU-Politiker fordern Gegenleistungen. Papandreou soll noch härtere Sparmaßnahmen ergreifen, um seinen Haushalt in den Griff zu bekommen. Kann er das seinem Volk vermitteln? My thoughts after the summit were, this is... Nach dem Gipfel habe ich gedacht, okay, dies ist sehr gut für Griechenland. Aber sehr wahrscheinlich werden wir uns wieder treffen in den nächsten Wochen oder Monaten, um über die gleichen Themen zu diskutieren. Nur wenige Tage später. Es ist Allerheiligen. Der stille Bankensturm geht weiter in Griechenland. Die Menschen trauen den Ergebnissen aus Brüssel nicht. Der Abend bringt eine neue, überraschende Wendung. Georgios Papandreou kündigt eine Volksabstimmung an. Alles steht jetzt wieder in Frage. Warum ist ein Referendum wichtig? Diese Sparmaßnahmen empfindet das Volk als ein Programm, das ihm von außen aufgezwungen wurde. Wir haben das alle, auch die Kollegen über die Nachrichtenagenturen, erfahren. Es gab keine Vorabmeldung. Keine Vorabinformation, es kam aus heiterem Himmel. Natürlich hat die Ankündigung eines Referendums mit der möglichen Folge, dass Griechenland auch
dass das Referendum scheitert, dass Griechenland austreten könnte, hat wiederum zu einer großen Ansteckungsgefahr in der Eurozone gebracht, in den Finanzmärkten. Jetzt weiß man ja gar nicht mehr, geht das Referendum schief? Und was ist, wenn Griechenland und dann kommt das nächste Land? Wird jetzt eine Staatspleite Griechenlands nicht mehr ausgeschlossen? Andreas set the cat among the pigeons last night with his announcement that a referendum... Seit letzter Nacht ist in der Euro-Schuldenkrise alles wieder auf Null. Am darauffolgenden Tag sind mehrere Abgeordnete des Bundestages in Athen, um sich ein Bild der Lage zu machen. Sie sind völlig perplex. Zum einen verstehe ich, dass man ein Referendum in wesentlichen Fragen machen muss. Nur, das hätte auch schon in der vorigen Woche besprochen werden müssen. Denn in der vorigen Woche ist auch ein Zeitplan festgelegt worden. Die griechische Regierung hat nach eigener Aussage, ist noch finanzierungsfähig bis ungefähr Mitte Dezember. Die nächste Tranche kann unter den Bedingungen jetzt, wo alles in Frage gestellt wird, nicht ausgezahlt werden. Aber das Referendum soll erst im Januar stattfinden. Im Moment kann ich mir nicht so richtig vorstellen, wie das alles zusammenkommen soll. Das war politischer Selbstmord für Papandreou. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Frage, mit welchen Schwierigkeiten haben wir auch als Opposition im Bundestag versucht, noch das Beste aus den Rahmenbedingungen zu machen, um dann zu horchen und zu hören, dass das eigentlich jetzt schon wieder hinfällig ist. Ich war absolut enttäuscht. Die deutschen Parlamentarier. Kommen Sie als Gönner oder Partner? Vor wenigen Wochen haben Sie im Bundestag Milliarden locker gemacht. Jetzt wollen Sie wissen, wofür. Im griechischen Parlament sprechen Sie mit Vertretern aller Parteien über die Schuldenkrise und die Möglichkeiten, aus ihr herauszukommen. Die Stimmung ist angespannt. Zur gleichen Zeit eine Schreckensmeldung. Der griechische Finanzminister ist ins Krankenhaus eingeliefert worden. Mit starken Magenschmerzen. Viele Leute, nicht nur Journalisten, aber auch Mitglieder der aktuellen Regierung sagen, Griechenland hat ohnehin keine Regierung. Deutschland und Frankreich, das ist die Regierung in Griechenland. Es ist sehr schmerzhaft. Denn manchmal merke ich, dass ich ein Land repräsentiere, das ein sehr großes Problem hat. Und natürlich fühle ich mich nicht gut dabei. Es fühlt sich eigenartig für mich an, bei anderen Ländern um etwas zu bitten. Verletzter Stolz einer Nation? Im Gespräch mit ihren griechischen Kollegen stoßen die deutschen Parlamentarier auf offene Ablehnung. Obwohl sie nichts anderes wollen als helfen. So hatten sich die deutschen Bundestagsabgeordneten ihre Dienstreise nach Griechenland nicht vorgestellt. Man hat schon gespürt, dass die Vorbehalte gegenüber Deutschland da sind, dass die groß sind. Ja, dass man, Vorbehalte gegenüber Deutschland? Ja. Dass es ein Spardiktat gibt, das vorwiegend aus Deutschland formuliert wurde. Dass es die deutsche Kanzlerin ist, die zu spät und zu zögerlich gehandelt hat. Dass sie fast unter deutscher Okkupation leiden. Das sind so Behauptungen, die auch schlichtweg nicht stimmen, dass wir ernsthaft uns bemühen, politisch die D-Mark wieder einzuführen und den Rest fallen zu lassen. Dass wir die Troika dominieren würden. Wir fanden uns mit einmal in einer Rolle wieder, wo wir sagten, na ja gut, wir können das Geld auch einfach nicht überweisen. Ganz so einfach, glaube ich, wenn man sich vorstellt, also sozusagen nach dem Motto, wenn die hier nicht parieren, dann gibt es keinen Cent mehr. Weiß ich nicht genau, ob das dann wirklich so geht, weil wir am Ende natürlich wissen, und darauf weisen die Gesprächspartner hier ja auch hin, weil es natürlich dann in solchen Fall nicht nur Griechenland ein Problem, sondern dann haben natürlich
wie ein ernstes Problem. Ja, aber das ist genau der Punkt, den ich ihm ein bisschen übel nehme. Dass und das ist natürlich, ja, das hat schon vielleicht den Charakter Poker, von einem Pokerspiel. Pokern, ja, ganz hoch, ganz aber, hoch. Aber ganz natürlich, aus meiner Position heraus muss ich sagen, natürlich hat die Bundesregierung auch gepokert. Nur wenige Tage später. Erneutes Krisentreffen in Cannes. Präsident Sarkozy und Bundeskanzlerin Merkel wollen den griechischen Premierminister zur Rede stellen und von seinem geplanten Referendum abbringen. Georgios Papandreou muss sich vor seinen Amtskollegen verantworten. Denn nicht wenige fühlen sich durch seinen überraschenden Alleingang hintergangen. Ich hatte selbst gefragt, ob ich nach Cannes kommen könne und wurde dann eingeladen. Ich hoffte auf Unterstützung für meine Entscheidung. Doch es gab unterschiedliche Ansichten. Ein Gespräch außerhalb der geplanten Tagesordnung. Wir haben Papandreou, unserem Finanzminister Venizelos, gesagt, ihr müsst, das müsst ihr wissen, das griechische Volk muss entscheiden, unser Rat ist, macht die Abstimmung so schnell wie möglich. Weil bevor die Abstimmung ist, können wir das Geld nicht ausbezahlen. Gibt es keine neue Tranche. Und das haben Papandreou und Venizelos auch akzeptiert und verstanden. Dann hat man noch gesagt, die Fragestellung muss so sein, dass klar ist, wenn Griechenland sagt ja, dann hat es akzeptiert, die Bevölkerung, diese Sparmaßnahmen. Es gab freundliche Ratschläge von denen, die bei sich selbst schon Referenden durchgeführt hatten. Hatten die Griechen mit Nein votiert, so war unsere Darlegung, die wir Herrn Papandreou unterbreiteten, dann hätte dies für uns bedeutet, dass Griechenland per Votum beschlossen hätte, die Eurozone zu verlassen. Diese Zuspitzung der zu stellenden Frage auf die Frage ja oder nein Mitglied oder nicht Mitglied in der Eurozone hat Herr Papandreou und auch sein Finanzminister dazu gebracht, auf das Referendum zu verzichten. Erneut brechen die Euro-Länder ein Tabu. Sie erzwingen Papandreous Verzicht, indem sie ihn vor die Wahl stellen, aus der Eurozone auszutreten. Wieder ein schwerer Fehler, wie sich bald erweisen wird. Hier geht es nicht nur um ein Sparprogramm. Es geht um die Frage, ob wir in der Eurozone bleiben wollen. Heute ist hin und her. Montags Referendum, mittwochs die Ankündigung, wir machen so, donnerstags kein Referendum. Hat natürlich wiederum dazu beigetragen, dass die Märkte sagen, in Europa kannst du dir gar nichts mehr glauben. Das verändert sich jeden Tag und dann sagen die Märkte, dann leg mal lieber kein Geld in Europa an. Damit haben wir eigentlich Währungsrisiko innerhalb der Eurozone wieder eingeführt. Denn Sie wissen ja als Investor heute nicht, wenn Sie die in Euro ausgestellte Anleihe eines anderen Landes kaufen, zumindest nicht mehr 100% sicher, ob Sie das wirklich in Euro zurückkriegen, oder in Drachme oder in irgendeiner anderen Währung. Und auch das reduziert wieder die Anzahl der Investoren, die bereit sind, dieses Risiko zu nehmen. So, und deswegen haben wir in Summe das Problem, dass wir eine große Anzahl von Investoren durch die Handlungen der letzten Monate verschreckt haben und wir jetzt so in einer Art Situation sind, die man als Käuferstreik bezeichnen kann. Gift für die Märkte, indirekt auch für die Staaten. Die Lage verschärft sich weiter. Jetzt hoffen immer mehr auf die Europäische Zentralbank. Sie soll Anleihen solcher Staaten aufkaufen, die keine Schuldpapiere mehr auf dem Markt platzieren können. Der Punkt war, viele haben darunter verstanden, dass am Ende die Zentralbank, die Europäische Zentralbank, der sogenannte Lender of Last Resort, also der am Schluss für alles gerade steht wird. Und da kann man natürlich sagen, naja gut, die Zentralbank hat unbegrenzt Geld. Wenn sie kein Geld hat, druckt sie welches. Aber das ist nicht unser Verständnis von der Zentralbank. Deswegen haben wir gesagt, nein, das darf nicht passieren. Wir müssen da aufpassen. Die Zentralbank hat ihren Auftrag. Sie muss die Banken mit Liquidität versorgen, aber ist immer kurzfristig. Sie darf aber nicht anfangen, dauerhaft die Staatsverschuldung zu finanzieren. Denn das wäre die Staatsfinanzierung mit der Notenpresse. Die Bundesregierung will auf keinen Fall, dass die EZB dauerhaft eingreift.
Vor allem will sie einen Schutzwall mit Eurobonds verhindern, also gemeinsame Schuldpapiere aller Euro-Staaten. Dies hatte die Bundeskanzlerin schon Monate zuvor ausgeschlossen. Und genau aus diesem Grund lehnen wir auch die Einführung von Eurobonds ab. Weil genau dies die Vergemeinschaftung von Schulden wäre, meine Damen und Herren. Frau Merkel spielt eine sehr wichtige Rolle, weil sie scheinbar den Schlüssel für die Europäische Zentralbank hält. Die entscheidet aber selbst. Allerdings ist sie ganz offensichtlich die Schlüsselperson, wenn es um Eurobonds geht. Solange sie gegen Eurobonds ist, und sie ist die Einzige, die dagegen ist, die Franzosen sind dafür, die Italiener, die Holländer, alle sind dafür. Auch die SPD in Deutschland und die Grünen sind dafür. Sogar ein Teil ihrer Fraktion ist dafür. Wenn Frau Merkel das Projekt Eurobonds weiterhin ablehnt, spielt sie eine tragische Rolle für die Zukunft Europas. Bien sûr, la crise économique et les difficultés des grandes banques. La paura de la récession continue à affaissare les bourses européennes. In normalen Zeiten, wer erinnert sich eigentlich noch an normale Zeiten? Der nächste historische Gipfel. Ein neuer Vertrag soll geschlossen werden in großer Eile. Mit Schuldenbremse und harten Strafen. Alle EU-Länder sollen die neuen Haushaltsregeln vereinbaren. Aber der Brite David Cameron will vor allem seinen Finanzplatz London verteidigen. Wieder einmal tobt der Kampf Politik gegen Finanzwelt. Zum ersten Mal mit dabei auf einem Euro-Gipfel Mario Monti, der neue italienische Ministerpräsident. Der Gipfel wird zum Machtkampf zwischen Großbritannien und vor allem Deutschland. Der britische Premier zeigt sich in den Verhandlungen unnachgiebig. Ich denke, tief im Inneren dachte er, jetzt sind wir alle hier und wir müssen dieser Vertragsänderung zustimmen, weil Deutschland es will. Und historisch gesehen war das Vereinigte Königreich nicht immer auf der gleichen Wellenlänge wie Deutschland. Alte Wunden brechen auf. Kein guter Zeitpunkt. Gerade jetzt, da es um die gemeinsame Zukunft geht. Die Zukunft einer großen Idee, Europa. Da will Großbritannien ausscheren. The leaders of the Eurozone countries may have had. Die Regierungschefs der Eurozone mögen verschiedene Standpunkte haben oder verschiedene Einstellungen zum Vereinigten Königreich. Was uns eint, ist die Tatsache, dass wir dieses Ansinnen völlig inakzeptabel finden. Es gibt in diesem Spiel keine Sieger, nur Länder, die mehr oder weniger verlieren. Carissimo, come va? Bene, bene. So, have a good time. And you? Ciao. Bye bye. Ja. Ich glaube, auf Dauer wird herauszustangen, dass London hier einen erheblichen strategischen Fehler sich geleistet hat, weil es ist ja konstantes Element britischer Diplomatie, dass man an allen Tischen, wo Entscheidungen getroffen werden, mitentscheiden kann. Jetzt hat sich Großbritannien vom europäischen Währungs- und Wirtschaftstisch teilweise verabschiedet. Dies wird, egal was der britische Kollege jetzt sagt, mittelfristig nicht im britischen Interesse gewesen sein. Die Deutschen sind in der Krise zur Schlüsselnation geworden. Im Guten wie im Schlechten. Es gibt viele Vorschläge, die darauf rauslaufen, dass das Problem nicht gelöst wird. Alle die klugen Leute, die uns vorschlagen, man muss die Notenbank nehmen oder man muss eben gemeinsame Anleihen machen, damit die keine hohen Zinsen bezahlen müssen, die helfen so lange keinen Millimeter weiter, solange nicht das Problem gelöst wird. Die Ursache des Problems sind die zu hohen Schulden, die zu geringe Wettbewerbsfähigkeit. Das muss in diesen Ländern gelöst werden. In dem Maße, in dem es gelöst wird, können wir auch helfen. Wenn aber unsere Hilfe dazu führt, dass die das Problem nicht lösen, dann ist unsere Hilfe falsch.
Und deswegen machen wir es nicht. Deswegen müssen wir ein bisschen stur sein. Europa und seine Währung stehen am Scheideweg. Die Krise hat vieles offenbart. Nicht nur Haushaltsdefizite, auch unterschwellige Rivalitäten kommen wieder hoch. Von den überheblichen Deutschen ist wieder die Rede. Das Klima in Europa verändert sich. Ich bin allerdings nicht der Auffassung, dass das nach außen hin vermittelte Bild, als ob nur Deutschland und Frankreich sich um die Krise kümmern würden, dass dieses Bild stimmt. Das stimmt nämlich nicht. Das stimmt auch nicht, dass nur Deutschland ein stabilitätsorientiertes Land wäre. Wie kommt man eigentlich in Deutschland auf die immer wieder herumgereichte Idee, wir vernünftig wirtschaftenden Deutschen müssen in die Tasche greifen, damit die Schuldenmacher um uns herum zu Rande kommen? Ich finde das in Teilen in hohem Maße beleidigend. Germany should not really feel, and of course Chancellor Merkel. Deutschland sollte nicht glauben, und die Bundeskanzlerin Merkel hat das in letzter Zeit ihrer Öffentlichkeit ja auch mitgeteilt, dass Deutschland nur der Zahlmeister Europas ist. Vielleicht ist es auch das Land, das am meisten von Europa profitiert. Ich lese in deutschen überregionalen Zeitungen, ich wäre böse mit Frau Merkel, weil ich nicht akzeptieren würde, dass sie sich wehrt, für die Schulden anderer aufzukommen. Das machen wir doch auch. Pro Kopf zahlen die Luxemburger mehr, virtuell und effektiv, als der Bundesbürger. Ich weiß, dass das niemand in Deutschland interessiert, aber wissen Sie, ein bisschen Bescheidenheit wäre gut. Wir sind die stärkste Volkswirtschaft. Und insofern haben wir eine Verantwortung auch für andere. Das ist so. Wenn Sie in einer Familie mehrere Kinder sind, dann hat der Älteste ja auch immer Verantwortung auch für die jüngeren Geschwister. Das Bild ist ein bisschen schief, aber wir sind nun mal nicht das kleinste Land, sondern eher eines der relativ größeren. Wir haben die größte Wirtschaftsleistung. Wie lange reichen die Kräfte Deutschlands in der Krise? Auch Deutschland ist nicht unverwundbar. Was, wenn der Euro doch scheitert? Was, wenn die Nationen auseinanderdriften? Ich denke, es wird so etwas wie Stammeskonflikte geben, mit gegenseitigen Vorwürfen, die Guten gegen die Schlechten. Wie lange können sich die verschuldeten Staaten über Wasser halten? Wie groß ist die Gefahr für die Banken? Droht auch einigen von ihnen der Kollaps? Wer würde diesmal die Kosten für ihre Rettung tragen? Wieder die Allgemeinheit? Und vor allem, zerbricht der Euro? Wird der europäische Zusammenhalt überleben? Diese Krise und die Antworten auf die Krise haben viele psychologische Spaltungen zwischen Europäern mit sich gebracht. Dies ist sehr schlecht, denn der gemeinsame Wirtschaftsraum und das gemeinsame Geld sollten Europäer vereinen und nicht spalten. Wenn man ein Land so verlieren würde über eine Pleite, dann würde das doch schon an der Glaubwürdigkeit Europas, also der Eurozone in der Welt, sehr, sehr stark rütteln. Also ich finde, nicht nur die materiellen, die finanziellen Wirkungen, sondern auch die psychologischen, politischen Wirkungen wären verheerend und würden uns wahrscheinlich Jahrzehnte begleiten. Natürlich ist die Sorge, die alle umtreibt, wenn wir es nicht schaffen, das politische Fundament für den Euro jetzt, ich hätte beinahe gesagt, im laufenden Betrieb nachzuziehen, das, was wir damals bei der Einführung versäumt haben, wenn wir das nicht hinkriegen, dann wird die Währung auf Dauer keinen Bestand haben. Also ich gehe nicht mal eine halbe Sekunde davon aus, dass der Euro kollabieren würde oder dass die Währungsunion platzen würde.
Aber viel unterschätzen die Dichte der Anstrengung, die es braucht, um all dies zu verändern.